So, das wäre gerade fast eine Fail-Aufnahme geworden, was für den letzten oder vorletzten Part zumindest von Things nicht gut gewesen wäre, weil ich habe ohne Ton aufgenommen die erste Minute. Zum Glück habe ich bisher nur gelabert und noch nicht gespielt. Ja, wir sind, nachdem wir den 49. Mond im letzten Part gefunden haben, ich möchte dazu nichts mehr sagen, das war einfach nur. Ich dachte, da ist ein Mega-Rätsel, was man lösen muss durch diese ganzen Sachen. Mit guck dir die Bilder an und alles, dachte ich so, yo, übertriebenes Rätsel. Warum ist da eine Feder in dem einen Haus? Ich habe die Feder noch nie benutzt. Warum kann man da ein Yoshi, dieser Text, das hätte alles ein Giga-Rätsel werden können. Warum ist dieser eine Block fest von dem Schornstein? Nichts. Hat überhaupt nichts mit Rätsel zu tun. Prima. Ja, vergessen wir es einfach. Sind jetzt im Tin Castle of Sin, irgendwie so, keine Ahnung. Und ich prophezei jetzt schon mal Folgendes: Hier wird es 6 Räume geben. Das wird genauso aufgebaut sein wie das andere Castle auch. Entsprechend wird es auch wieder einen grünen Raum geben. Wir haben immer noch nicht den zweiten grünen Raum, die Information genutzt. Das wird ziemlich sicher hier jetzt noch der Fall sein, dass das noch kommt. Und deswegen werden wir jetzt erstmal normal durchspielen, mit einem wahrscheinlich normalen Ending. Und dann wird es wieder ein Secret Ending geben über den zweiten grünen Raum. Also über den Exit im grünen Raum, über den zweiten Exit. So. Das ist meine Prophezeiung. Irgendwo auf dem Weg wird es einen Mond geben, keine Ahnung wo. Joa. Schauen wir mal, inwieweit ich recht habe mit meinem Quatsch. Gehen wir erstmal. Ups, hallo? Jetzt. Gehen wir erstmal ins Spiel rein und schauen mal, was kommt. Jetzt kommen wahrscheinlich dann auch wieder Gimmicks, die wir schon hatten. Wenn da jetzt LR-Gimmicks dabei sind, die wir schon hatten, naja, dann muss ich halt gucken. Notfalls halt Gamepad-Wechsel und so weiter. Ich werde es wahrscheinlich gleich mit Save States machen, weil ich bin ganz ehrlich, gerade ist meine Motivation. Ich gucke mir die Räume an. Ich sag's mal nicht vorher. Ich gucke mir die Räume erstmal an. Okay, das ist ein Gimmick, was wir noch nicht hatten. Nee, okay, das sind dann neue Gimmicks. Gut, ich habe nichts ge. Oh, das sind. Okay, es ist eine Mische. Okay, es ist eine Kombination aus den Ninjis, die einem hinterherrennen, und den P-Switch, die sich sofort auslösen, die man also nicht mitnehmen kann. Okay, ich habe nichts gesagt. Es sind doch ge bekannte Gimmicks, aber anders, als ich es jetzt gedacht hatte. Okay. Jo, oh mein Gott, wie mache ich das denn? Gleich dadurch oder so? Vielleicht gleich dadurch. Ich könnte auch erst einmal hier rum. Nee, kann ich nicht. Ich will schon dadurch gleich, nehme ich an. Okay. So. Oh. Oder will ich, wartet mal. Ein bisschen langsamer, dass ich dann hier erstmal so ein bisschen. Weil vielleicht, wenn der wieder hochfährt, vielleicht ist es dann besser, darüber zu springen. Ich weiß es ja nicht. Ja, nur eine Überlegung. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich da direkt drüber springe, ist es nicht so gut. Oh, hier, das irgendwie weiß ich noch nicht. Funktioniert das noch nicht so, wie ich möchte. Wir können sonst ja auch Folgendes machen. Wir gucken einfach mal erstmal, welcher Raum besser wäre. So, wenn ich das jetzt ohne Save State spielen würde, würde ich mich ja für einen Raum entscheiden müssen, der mir besser gefällt. Oh, das ist die Klebemechanik. Das ist nicht die Klebemechanik. Was ist das denn? Oder wie ging dieses Klebemechanik-Ding denn? Oh, das ist die Mechanik. Ja, da hätten wir dann gleich wieder den LR-Spaß. Mal gucken, vielleicht ist es ja ganz nett. Wait, wie soll das denn gehen, hä? Oder muss ich da normal springen? Das ist zusätzlich die. Jo, das ist alles Mögliche. Willst du mich jetzt komplett vor hops nehmen? Soll ich hier warten oder was? Ach, hier komme ich rüber. Ah, okay. Oha, oha. Also, hier werden alle Mechaniken kombiniert. Nicht nur eine Mechanik, sondern gefühlt alles. Oh je. Oh je, das uff.
Da muss ich dann schon sehr nachdenken, was ich wann setze. Eieieiei. Aber vielleicht ist es jetzt dann zum Glück nicht so lang. Wir werden sehen. Wir werden alles sehen. Also hier hätte ich jetzt auf jeden Fall schon mal Möglichkeiten zu Safe Staten, wenn ich das möchte. Da drüben kein Pfeil ist. Ich nehme an, man muss nur drehen, wenn der Pfeil kommt. Oder soll ich jetzt hier einfach auch schon mal vorsorglich drehen? Bin mir unsicher, aber vielleicht geht's. Wir probieren es erstmal so, weil dann kann ich zumindest schon mal ein bisschen was gucken, wie es weitergeht. Voilà. Wieso? Moment! Ihr habt keinen Hintergrundsound. Ihr hört mich, aber ihr habt noch keinen Hintergrundsound. Was ist? Wieso ist denn alles wieder verstellt? Es ist jetzt noch nicht spannend, der Hintergrundsound gewesen, aber. Alter. So. Ihr hört jetzt den Hintergrundsound. Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich will ich am Update. Wahrscheinlich hat der Wich am Update wieder alles zurückgesetzt. Ich könnte mich so aufregen. So, jetzt sollte aber alles laufen hier. Meine Nerven. Immerhin habt ihr mich gehört. Das ist be also besser mich als der Hintergrund. Als nur der Hintergrund, wollte ich sagen. Okay. Boah, voll abge. Wie mache ich denn das? Voll abgehoben, der Typ. So, nein, Mann. Also hier wäre, glaube ich, ein State sinnvoll. Also hier könnte man ein State. Nein, ich warte. Oh Mann, warte doch, bis es wieder runtergeht. Das ist doch gerade das, was ich gucken wollte. Ja, guck mal, weil das nämlich genau da unten auch landet. Also das wäre, glaube ich, wirklich sinnvoll, einfach da hochzuklettern und dann zu warten. Wüsste jetzt nicht, warum man da hektisch sein sollte. So, hier. Nee, allerdings, na, weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss da so klettern. Also ich glaube, ich muss da schon auf den Kopf. Sonst komme ich da nicht. Ach so! Wenn ich da dran hänge. Ah, ich fahre mit der Wand nicht mit. I see. Das ist vielleicht ein bisschen. Ah, okay, das ist mir gar nicht bewusst geworden. Das ist mir noch gar nicht so bewusst geworden. Aber jetzt. Ja, Moment, aber dann. Ja. So schnell komme ich nicht runter, wie das runterfällt. Dann ist es vielleicht trotzdem falsch, was ich da mache. Dann darf ich da vielleicht doch nicht warten. Was muss ich da tun? Was muss ich da machen? Ja, das ist halt auch scheiße. Mal warten und gucken, was da unten. Aber da kommt ja auch nichts. Was soll ich. Verstehe es noch nicht. Also so hier ranklettern scheint ja sinnvoll zu sein, aber. Ja, aber dann komme ich halt nicht schnell genug runter. Der Pfeil zeigt ja auch hin, dass ich da ran soll. Also normalerweise ist da ja wohl irgendwie was in die Richtung gedacht. Alter. Na, aber ich fall viel zu. Also das.
Soll ich dann davon nochmal abspringen? Oder was ist meine Mission? Also wenn ich dann hier bin, dass ich dann sozusagen irgendwie... Ja, aber ich knalle direkt darüber. Das kann es ja auch nicht sein. Kann doch ja so ganz vorsichtig. Ja, okay. Wenn der dann wiederkommt, dann könnte ich auf dem landen, wenn der runterfährt. Mann! Ja, und dann da. Ja, und dann daran und dann darüber. Okay. Aber vielleicht noch ein bisschen anders timen. Hä? Jetzt hänge ich hier drin. Geil. Was ist denn das, wenn ich den State lade? Dieses Gekratze, hört ihr das auch? Es kommt immer wieder, egal wann ich den lade. Hatte ich noch nie. Es tut mir leid. Müssen wir jetzt durch. Ich hatte es doch vorhin. Okay. Jetzt hänge ich da dran. Wahrscheinlich schlecht. Ah, warte. Ah, das passiert jetzt immer, wenn ich lade, oder was? Bei dem Level. Was ist das denn? Ist das die Musik, an der das liegt? Vielleicht nicht die beste. Wie muss ich denn das springen? So? Okay, so rum. Boah, das ist so schwer auf dem Kopf auch noch. So viel auf einmal. Was man hier kombinieren muss. Ja, und jetzt? Wohin? Wohin? Oh, da kommt das Ding. Say what? Okay. So. Alter. Ne, meine Fresse. Es nimmt meinen Kopf komplett auseinander. Art und Weise, wie ich hier dran denken muss, zu springen und zu machen. Und jetzt wechseln wir. Okay, verstanden. Sheesh. Einfach so viel kombiniert wird. Ich kann nicht gleichzeitig hin und links und rechts und dann auch noch hier wechseln. Gottes Willen. Da ist dann ein Spin-Jump. Okay. Eieieiei. Aber irgendwie benutze ich das andere Ding jetzt gar nicht. Ist aber auch egal. Juckt. Nein, ich wollte den State setzen. So. Ja, ja, passt schon. Und dann da von den Spin-Jump. Okay, verstanden. Dann kann ich da drauf und dann darüber. Okay.
Na, soweit haben wir jetzt ja wieder einen Weg. Und drüber. Und drüber. Und da muss ich wieder die Schwerkraft wechseln. Alter! Ja, super, jetzt so komme ich nicht. Ich muss warten und dann drauf springen, okay. Jetzt wechseln. Ja. Zu langsam, viel zu langsam. Und gleich rüber. Und gleich. Alter, es ist so knapp. Muss direkt, sobald das Ding unten ist, muss ich sofort drauf. Darf dann nicht noch einen Spinjump mehr setzen. Oh, das war gut. Nein, normaler Sprung. Oh, okay. Alter, ich drücke immer die falschen Tasten. Weil so viel muss ich gerade drücken. Was war das denn? Es ist halt ein bisschen übertrieben, so viele Gimmicks auf einmal da rein zu powern. Weiß ich nicht. Aber ja, ist halt ein Finallevel. Da muss halt ein bisschen mehr gefeuert werden. Ist ja okay. Bin ich gespannt, was die anderen Sachen kombinieren. Was gäbe es denn noch so alles? Keine Ahnung, es gäbe zu viele Gimmicks, die ich nicht nochmal mag. Vor allem in Kombination nicht. Vor allem in Kombination nicht. Es waren coole Sachen so einzeln, aber so in Kombination auch noch auf schwer? Weiß ich nicht. Muss nicht sein. Oh, ey, ich krieg hier zu viel. Ich kann auch, wenn ich auf dem Kopf bin, kaum Safe States vernünftig setzen. Das geht einfach nicht. Da komme ich überhaupt nicht mehr klar. Das ist viel zu langsam. Viel zu langsam. Alter. Und dazu dieser Ladesound. Was ist das denn? Hört euch das, dieses Gekratze mal an. Was ist das? Oh, das hätte was werden können. Okay, und dann weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, wenn ich an dem Ding hänge, kann ich den State vorsichtig setzen. Ich glaube, da wäre es dann möglich. So, verlustfrei! Nein, 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 ja, nee, nee, nee. Das war gut. Leider habe ich es versaut. Das könnte werden, das könnte werden, das könnte werden. Ja, 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 ja. State. Okay, oh mein Gott. So gut hier zu hängen. Weil ich kann hier, also ich kann hier nichts machen aktuell. Ich muss warten. Okay, okay. Okay, da ist die Röhre. Da ist Ziel. Da ist Ziel. Oh mein Gott, wir haben den ersten Raum. Oh mein Gott. Das werde ich nicht ohne State spielen. Da muss doch noch irgendwas...
Irgendwie muss ich doch nochmal wechseln, dass ich da irgendwo hinkomme. Alter. So, zack. Und jetzt? Da muss da unten ja irgendwas auf... Ach nee, warte. Kann auch hier... Hä? Ich bin dumm. Ich bin dumm. Wir haben es ja in dem Moment. Wir haben es ja in dem Moment. Muss ja nur hier rüberspringen. Ja, ja, ich bin blöd. Alles gut. Ich bin doof. Alles gut. Und ab dafür. Oh, ich hab die falsche. Entschuldigung. Wie jetzt? Oh ne, die Räume sind Zweige. Oh ne. Es gibt mehr. Nein! Es gibt mehr. Oh ne, was muss ich tun? Was muss ich tun? Kann ich mich da ranhängen? Oh, ich bin blöd. Ich verstehe es. Muss hier rum und... Ja. Ich muss hier ran und da durchspringen. Und dann... Okay. Ich habe nichts gesagt. So, und dann darüber. Dann da hoch. Boah, ist vielleicht nicht der beste Tag zum Aufnehmen. Oder wir machen halt einfach mehrere Parts. Ich dachte so eigentlich, hey, das ist jetzt finales Level. Das sind zwei Parts oder so. Aber wenn das solche Räume sind, dann brauche ich da eine Weile. Und jetzt? Jetzt hier rum, oder was? Oh Gott. So, und jetzt? Oh, okay, jetzt hole ich mir die Yoshi-Coin auf die Art und Weise, okay. Auf einmal ist jetzt wieder so eine Ernüchterung da, weil ich dachte, der Raum ist geschafft. Wenn ich so eine Röhre sehe, denke ich immer, ist vorbei. Und dann macht er einfach noch einen Raum hinten dran. So. Und jetzt? Ach, wieder auf den Kopf. Oh. Okay, also wenn ich da drüben gelandet bin, ich denke, dann kann ich den State setzen. Das ist halt selbst... Also, das ist jetzt halt selbst mit States richtig schwierig. Das ist jetzt schon wieder so eine Schwierigkeitskurve. Weiß ich nicht. Muss man denn immer so übertreiben im Finallevel? Ansonsten war doch die finale Welt ganz nett eigentlich. Habe ich auch oft genug gelobt. Aber das hier ist... dumm. Wenn wir den Raum haben, mache ich den Part erstmal aus. Dann haben wir genug von dem Level gesehen. Vielleicht spiele ich dann auch einfach nicht alle Räume. Ganz ehrlich, es muss nicht immer. Nein, es muss. Nee, ganz ehrlich, es muss nicht sein. Es muss einfach nicht sein.
Wer die anderen Räume sehen will, guckt sie sich irgendwo anders an. Ich muss das jetzt nicht machen. Echt nicht. Ich bin froh, wenn ich hier durch bin. Okay. Vor allem dieses auf dem Kopf und dann muss ich die Steuerung verkehrt rum mit hoch und runter. Das ist... es ist zu viel auf einmal. Es ist zu viel auf einmal. Alles kombinieren ist übertrieben. Also bei allem Lob, aber das Level ist übertrieben. Ich muss die direkt holen. Ich muss die direkt holen. Wenn ich warte, ist vorbei. Ich muss die direkt holen. Und jetzt? Ah, daran. Okay, daran. Also wenn ich da unten stehe, kann ich ein State setzen. Da habe ich genug Zeit für ein State. Ach. So. Darauf. Darunter. Okay, der State ist voll in Ordnung. Und auch sehr angenehm. So, jetzt dann. Dann warten wir hier eine Runde. Was kommt dann da unten? Kommt da irgendwas? Da muss irgendwas kommen. Ach, ich dumm. Oh, warte. Ich glaube, ich muss nochmal zurückwechseln. Kann es sein, dass ich... auf... ich glaube, ja. Ich muss, glaube ich, so ran. Vom Kopf über. Dass ich dann nämlich... ja, das geht leider. Ja, nee, und dann nach oben klettern. Genau, und dann kann ich nämlich hier rüber. So nämlich. Oh mein Gott, okay. Oh, ist das dumm. Okay. Dann wechseln wir wieder hier. Dann. Nee, nee, nee. Und da springen wir erstmal in Ruhe rüber. Okay. So, hier einfach mal hin. Und dann kann ich da rüber. Und dann muss ich nur noch bis zu der Röhre wechseln, oder wie? Puh, okay. Na, ich wollte gerade ein State setzen. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Uff. Ich meine, ich käme hier wieder hin. Vom Midway Point ist es... vom Midway Point ist es jetzt nicht so dramatisch, hier hinzukommen. Bei allem Rumgemecker. Der zweite Part war jetzt nicht so schlimm wie der erste. Aber es ist jetzt alles... nicht so, dass ich sage, ja, super cool. Es war mir zu viel. Zu viel auf einmal. Einfach zu viel auf einmal. Muss ich noch irgendwie in diese Röhre kommen? Ich war in der Röhre drin. Nur nicht ganz so, wie man sich das erwünscht hat. Okay. So. Den schwarzen Raum lassen wir einfach. Muss ich echt nicht haben. So, da ist dann nämlich das Mondding, weil dann gibt es in den zwei Räumen jetzt einen Mond und dann ist es der 50. Mond. Okay. Wir gucken mal kurz rein. Vielleicht sind ja die Räume jetzt angenehmer. Ich habe jetzt noch Hoffnung. Jetzt will ich mal gucken, ob das hier auch passiert mit dem Save State oder ob das an der Kombination einfach gelegen hat von allem. Okay, es ist die Musik. Dann lässt sich's nicht ändern. So, was haben wir hier? Neue Musik. LR, was macht LR hier?
Was macht LR hier? Nein! Das ist dieses Gimmick. Das ist das Gimmick, dass man Shells... Nee, nee. Bitte, bitte la... Ups. Bitte lass Blau irgendwas Sinnvolles sein. Sonst muss ich Rot machen. Aber Rot... Nee. Was ist Blau? Okay, Blau ist auch der hektische Abschnitt. Mit rüber, okay. Okay, aber ich glaube fast Blau ist noch besser als Rot. Also lieber hektisch als dieses Shell-Geding. Das ist ja furchtbar gewesen. Was kommt hier noch alles, ist die Frage. Okay, dann muss ich da hoch ganz schnell. Ich denke mal, da ist eine Wand, aber da ist keine Wand. Dann hoch und dann... Ach so, ach, da ist deswegen die Wand, weil da nur das Wasser rüber geht. Okay. Okay, okay, okay. Also ich glaube, Blau ist besser. Ich glaube, Blau ist besser. Also Blau habe ich zumindest irgendwo Hoffnung. Muss ich nur schauen, dass ich das irgendwie jetzt... Da brauche ich jetzt LR ja nicht, ne? LR hat sich erledigt. Okay. Und hier ist auch kein komischer Sound beim Laden. Okay, dann muss ich da mit Spinjump raus. Okay, okay, okay. Ja, ja. Dann da hoch. Okay, na, soweit ist das doch in Ordnung. Das ist doch schon ganz anders. Nimm doch den Block mit, dafür ist er doch da. Gut. Super. Wieso schaffe ich es jetzt nicht mehr? Jetzt. Jetzt raus da. Perfekt. Ja, es war fast gut. Tonung liegt auf fast. Okay. Ja, den wollte ich eigentlich nicht auslösen. Gehe auch davon aus, wenn man den auslöst, ist man schon zu langsam. Weil ich wäre zwar noch hochgekommen, aber ich bin sicher, irgendwo später ist dann da Stopp. Ah! Bin da vorhin so schön durchgekommen. Jetzt wird es natürlich nichts mehr. Aber das ist bisher in Ordnung. Also hier will ich nichts sagen. Hier ist alles okay. Hier komme ich klar. Aber das gerade, das war einfach diese Kombination aus oben, unten. Und dann, wenn du die Schwerelosigkeit änderst, dann hast du ja auch noch dieses Problem, dass du dann halt hoch und runter noch verwechselst und dann musst du dich noch an der Wand festhalten und von der Wand abspringen. Ist auch nochmal anders dadurch, dass die Schwerelosigkeit, wenn du die Schwerkraft änderst, ne? Also es ist, war ganz wild gerade. Darüber, okay, okay, okay. Gut. Soweit ist es doch ganz in Ordnung. So. Da will ich überhaupt nicht meckern.
Das ist auch so ein Raum, da kommt ein Stück für Stück weiter. Das ist wieder die Art, wie ich es mag. Ja, man kommt Stück für Stück weiter. Es ist schwierig, aber man kriegt es mit der Zeit hin. Muss nur einen guten State-Moment finden, weil ich schon zwischendurch auch gerne staten möchte. So ist es nicht. Aber da muss ich erst einen guten Moment anbieten. Aber hier ist jetzt nichts, was mich aggressiv macht. Das in dem Raum gerade, da hat mich halt echt viel aggressiv gemacht. Ich komme mit sowas nicht klar. Und der rote Raum, der hätte mich jetzt auch böse. Also, das war ja schon in dem normalen Level furchtbar mit den Shells. Das ist auch mit Gamepad nicht besser geworden. Also, das ist einfach... Nee. Sehr gut. Da war ich ein bisschen zu fix. Gut, gut, gut. Da würde ich eigentlich gerne versuchen, den State zu setzen, aber ich weiß nicht, ob das... Wie mache ich dann nach dem weiter? Gehe ich dann zurück ins Wasser ganz kurz rüber und dann wieder mit einem Spin-Jump? Weil das ist ein bisschen zu niedrig, habe ich den Eindruck. Ja, deswegen ist da eine neue blaue Münze. Und dann hier normaler Sprung. Und dann da in den Schlüssel. Ui, okay, 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 okay. Verstanden. Die Frage ist, ab wann, wo setze ich... Ich brauche irgendwo einen Moment, wo ich mal kurz ins Date setzen kann. Da habe ich noch keinen gefunden. Ich würde es gerne tun. Ich habe bisher wirklich keinen Moment entdeckt. Wo mein Finger mal kurz da hoch auf die E-Taste springen kann. Und vor allem, ich muss ja dann immer wieder den State auch laden. Ups, ich habe den Block nicht aufgemacht. Ich muss ja immer wieder den State auch laden können. Und dann aus der Situation raus weiterkommen. Das ist nicht so leicht, da was zu finden. Aber ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich mich verstate. Also eigentlich ist es nicht so dramatisch. Weil wenn ich sterbe, bin ich ja eh unten. Da, irgendwo da würde ich gerne einsetzen. Vielleicht, wenn ich in dem Wasser bin. Ich glaube, da kann ich ganz kurz dann einmal hochgehen. Irgendwie so. Ja... Oh nee, ich wollte gerade... Ich hab einen super Moment, wo ich ins State setze. Ich hab den super Moment. Ich hab eine super Idee. Und zwar... Genau... Ja, genau da. Nur wenn ich dann halt auf dem Block lande. Weil ich dann eine Zeit lang einfach nichts machen muss. Ich muss nur fallen und den Block zerstören. Und das mache ich automatisch. Genau in dem Moment kann ich einen State setzen. Den müsste ich auch recht komfortabel laden können. Das sollte passen. Und es lässt mich auch genau an der Stelle raus, an der ich bisher noch scheitere. Während ich den unteren Teil hier ja immer problemlos schaffe. Sagte er und stirbt ganz oft. Theoretisch problemlos. Theoretisch. Alles eine Frage von Theorie und Praxis. Jetzt labere ich wieder blöd daher und gerade eben war ich noch übertrieben aggressiv. Aber es ist halt so. Ja, genau. Genau, genau. Das meinte ich. Na, da komme ich ganz gut raus gerade. Weil ich hier sowieso ein bisschen warten muss, der State ist optimal. Ja, da kann ich auch gar nicht zu bald sein. Also ich bin hier top richtig. Ich kann dem Wasser nicht. Ich darf gar nicht zu schnell sein. Und jetzt schwimmen wir da eine Runde. Wait, was soll ich mit dem Schlüssel tun? Das ist
zu hoch. Was soll ich mit dem Schlüssel machen? Aber hier, auch hier lädt es jetzt wieder so komische Sounds. Also, komisch. Hat das sonst echt nie gemacht? Auch hier jetzt beim Laden so komische Sounds. Weiß ich nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich auch am Update. Alles ist es, alles schuld Update. Alles ist Update schuld. So. Wenn ich schlecht spiele, Update schuld. Aber hier ist ja... Hä, aber... Soll ich den Schlüssel gar nicht nehmen? Wofür ist der da? Check's noch nicht. Check noch nicht, was ich mit dem Schlüssel machen soll. Weil ich soll hier rausspringen. Also ich soll ja da rausspringen, als ob ich den nicht mitnehmen sollte. Ich soll ja da oben einen Spinjump machen und dann kann ich den Schlüssel nicht mitnehmen. Oder soll ich den... Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich soll ich den vorher hochwerfen und dann... Ja, und dann damit rüber jumpen oder was? Oh Gott, okay. Das wäre eine Möglichkeit. Meine Nerven. Schwimmen mit Schlüssel ist auch so eine Steuergeschichte. Ah. Ja, Mann. So jetzt nix. Okay, wir schauen jetzt erstmal ohne Schlüssel, was da überhaupt, wie es da überhaupt weitergeht, was ich da überhaupt machen muss. Ich weiß es ja noch nicht mal. Das aus dem Wasser rausspringen ist auch so blöde Physik. Ach, da oben. Okay, ich hab's gesehen. Ich muss den Schlüssel da drüben hochwerfen. Ja, leider muss ich ihn dann gleich mitnehmen. Okay. Hab's gesehen. Da drüben muss er gleich hoch in die Blöcke geworfen werden. Ey, dieses Rausspringen ist so blöd. Oh.
Ja, hoch und da. Da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Hab's gesehen. Okay, hab's gesehen. Ist nicht mehr viel. Ist nicht mehr viel. Also was heißt Ziel? Da ist die Röhre. Wahrscheinlich führt es wieder in den zweiten Raum diesmal. Auch da wahrscheinlich wieder. Wenn es jetzt aber der Fall sein sollte, dann breaken. Also dann machen wir einen Break. Dann reicht's, weil wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Muss jetzt nicht noch so ein Monsterpart werden. Aber den Teil würde ich jetzt schon gerne noch abschließen. Muss ich gestehen. Ja, da oben ist. Da oben muss ich nur noch in die Röhre rein. Das ist es dann. Muss da oben nur noch in die Röhre rein. Aber dann ist es auch schwer, dazwischendurch nochmal einen State zu setzen irgendwo. Ein vielleicht hier irgendwo, aber. Nee, es ist schwierig. Passiert einfach zu viel auf einmal, als dass man da einen State schnell setzen kann. Das macht's. Wobei da vielleicht. Vielleicht da, wenn ich den On-Off anspringe. Vielleicht da irgendwie. Ich meine, wenn ich mich verstate, hier komme ich jederzeit wieder hin. So, das ist nicht das Problem. Der Anfang war ja echt schön. Das hier ist jetzt wieder ein bisschen übertrieben. Meines Empfindens nach, aber nein. Es ist, wie es ist. In dem letzten Level darf man halt nicht erwarten, nochmal mit Samthandschuhen angefasst zu werden. Nein! Das denn? Ey, dass man da so hoch springen kann, ist auch so dumm. Man muss so viel beachten. Was ist das denn hier? Ich bin nicht hoch genug gekommen. Und da, jetzt habe ich den nicht ausgelöst. Oh. Das ist echt schwierig. Okay. Nein, ich bin nicht hoch. Ich glaube, zeitlich wäre es okay gewesen. Ich glaube, zeitlich wäre ich gut drin gewesen. Aber nicht sicher. Ey, wieso ist er jetzt nicht weiter rüber? Aber bisher auch kein grüner Raum, ne? Also, wenn der nächste Raum, wenn die nächsten zwei Röhren nicht auch grün, eine von denen nicht auch grün ist, dann ist meine Theorie schon wieder im Hintern. Aber ich hoffe, dass zwei grüne, also ein grüner Raum dabei sein wird. Ansonsten weiß ich nicht, was ich machen soll. Mit der Information, dass es zweimal diese Geschichte mit den Ranken gibt. Dann kann ich mir nichts mehr vorstellen. Scheiß Dreck. Nein! Oh, das war's. Das war's. Das wär's gewesen. Ach komm, ich will nicht, dass es eine Stunde jetzt wieder wird. Aber hier jetzt aufhören will ich auch nicht. Also ich will's schon schaffen.
durch die Röhre noch zu kommen in dem Part. Jetzt war ich da nicht hoch genug. Boah, ey, das ist so knapp. Okay, ich muss... Okay, ich kann nicht mit einem Spinjump hoch. Ich muss mit einem normalen Sprung hoch. Und dann muss ich noch einen Spinjump machen. Also das macht es zeitlich nochmal etwas schwieriger. Aber ich schaff's nicht, mit einem Spinjump bis hoch zu kommen. Dafür ist der eine Mann schon zu sehr im Weg. Ich muss einen normalen Sprung draus machen. Das ist schlecht. Nein, wieso schmeißt du den denn jetzt nach links? Ey, Mann! Ach komm, ich... Mann! Das war bisher das Beste, was wir hatten. Nervt so an dieser Stelle ständig zu verrecken. Ja, jetzt wäre ich oben gewesen. Leider habe ich den Schlüssel nicht hochgeworfen. Wieso springst du nicht raus? Alter, dieses Rausspringen aus dem Wasser macht so aggro. Wenn man hin und her muss die ganze Zeit und es nicht funktioniert. Ich will bitte, ich hab die Scheiße nicht getroffen. Ey, ich krieg. Yes. Zweiter Raum oder Ende? Natürlich. Danke fürs Zuschauen und tschüss.